Fräulein, die ersten 8 Schritte. Wir gehen 2 Schritte nach vorn mit rechts, links. Dann folgt ein Rocking Chair. Den rechten Fuß nach vorn, Gewichtswechsel, wieder zurück. Den rechten Fuß nach hinten, Gewichtswechsel und wieder zurück. Und das Gleiche wird noch einmal wiederholt. 2 Schritte vor, rechts, links, ein Rocking Chair. Rechten Fuß nach vorn, Gewichtswechsel, zurück. Rechten Fuß nach hinten, Gewichtswechsel und zurück. Das Gleiche noch einmal. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8 und. Die nächsten 8 Schritte. Den rechten Fuß nach vorn. Eine 4. Linksdrehung. Ein Cross-Shuffle. Den rechten Fuß über den linken kreuzen. Den linken dahinter einlocken und noch einmal den rechten etwas nach vorn. Dann folgt ein Seitrock mit links. Den linken Fuß zur Seite, Gewicht wechseln und zurück. Und jetzt ein Behind-Side-Cross mit links beginnen. Den linken Fuß hinter den rechten zur Seite und den linken Fuß über den rechten kreuzen. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8 und. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte, das ist eine Rumba-Box. Den rechten Fuß zur Seite, den linken ran und ein Shuffle vor mit rechts. Rechts vor, links ran, rechts vor. Den linken Fuß zur Seite, den rechten ran und ein Shuffle zurück mit links. Links nach hinten, rechts ran, links nach hinten. Und diese 8 Schritte noch einmal, das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8 und. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Ein Rockback mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, Gewichtswechsel und zurück. Ein Kickball Change mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn kicken, neben den linken absetzen und den linken etwas nach vorn. Und zum Schluss noch eine Jazzbox. Den rechten Fuß über den linken kreuzen, den linken Fuß zurück, den rechten Fuß zur Seite und den linken Fuß neben den rechten. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8 und. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. In diesem Tanz gibt es 2 Brücken. Die erste Brücke, in der 4. Runde werden 16 Count getanzt, abgebrochen und dann kommen folgende Schritte hinzu. Den rechten Fuß zur Seite, den linken mit 1 Step daneben, den linken zur Seite und den rechten mit 1 Step daneben. Also 1, 2, 3, 4. Die zweite Brücke, nach der 9. Runde, bei 9 Uhr, werden folgende Schritte hinzugetanzt. Den rechten Fuß zur Seite, den linken mit 1 Step daneben, rechts zur Seite, links daneben.
Noch einmal rechts zur Seite, links daneben, links zur Seite, rechts daneben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also nach der 9. Runde diese Schritte hinzufügen. Und jetzt viel Spaß beim Tanzen.